Und ich wurde auch von verschiedenen AktivistInnen dazu aufgefordert, jetzt sofort dieses Format zu canceln und nicht mehr zu kommentieren. Und ich muss euch sagen, ich habe nicht sofort gesagt, ja, auf alle Fälle. Und ich will euch auch sagen, warum und so ehrlich sein mit euch. Hallo FreundInnen des guten Geschmacks. Hallo ihr süßen Mäuse. Ich bin Selvi und heute bin ich in einem anderen Setting. Und das wird auch, glaube ich, ein längeres Video, wo ich wirklich sehr frei weg von der Leber rede, weil einiges passiert ist die letzte Woche und ich jetzt erstmal pausieren werde mit Prince Charming Kommentierung beziehungsweise auch mit Bachelor in Paradise Kommentierung. Und diese Pause könnte auch für immer sein. Ich möchte jetzt keinen Endschlag aussprechen, weil es kann sein, dass sich RTL nochmal äußert, dass sich vielleicht alles ein bisschen nochmal verändert. Aber Status jetzt möchte ich auf alle Fälle ein Zeichen setzen. Und für alle, die nicht wissen, worum es hier eigentlich geht, die hole ich jetzt gleich ab. Ich solidarisiere mich mit allen Betroffenen sexualisierter und sexueller Gewalt. Immer. Deswegen geht auch hiermit eine Triggerwarnung raus an alle, die davon betroffen sind. Wenn ihr das Video nicht schauen wollt, weil es euch damit schlecht geht, dann macht das nicht. Und wenn ihr es doch schauen wollt, dann schaut es vielleicht nicht alleine. Es geht um Princess Staffel Nummer 1. Prince und Princess Charming werden von der gleichen Produktionsfirma gedreht. Die sind auch immer hintereinander, die Produktion von Sea Point Production aus Köln. Und ausgestrahlt wird das Ganze dann auf RTL Plus und teilweise auch im Fernsehen. Vor einigen Wochen, also schon viel vorher im Sommer, irgendwann Spätsommer war das, ist bekannt geworden, dass dort sexuelle Übergriffe passiert sein sollen in Staffel 1. Ich habe darüber sehr viel mit Ayosha gesprochen. Er macht dazu auch ein Statement-Video. Verlinke ich euch auf alle Fälle in der Infobox, weil er da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen vielleicht geordneter ist als ich. Kann ich mir vorstellen zumindest. Schaut euch das danach auch sehr gerne an. Wir wussten also schon damals, dass es Übergriffe gab. Wir wussten aber nicht, was genau passiert ist. Also es waren halt Vorwürfe, die im Raum standen und die mittlerweile bestätigt sind. Und eben Joe, die betroffene Person, eben sich geäußert hat in der Öffentlichkeit dazu und ein Video darüber gemacht hat, was dort passiert ist. Ich blende euch mal kurz was davon ein. Als allererstes möchte ich gerne sagen, dass ich mir gerade kaum was vorstellen kann, was schwieriger ist, als hier zu sitzen und mit der Kamera zu reden. Ich möchte gerne über den sexuellen Übergriff sprechen, der mir am Set von Princess Charming Staffel 1 passiert ist. Kurz vor der fünften Entscheidungsnacht bin ich zum Schlafen in mein Bett gegangen, beziehungsweise in das Bett von Vicky und mir. Vicky hat an dem Abend in einem anderen Bett geschlafen, das war auch angekündigt und dementsprechend bin ich allein schlafen gegangen in diesem Doppelbett. Ich bin davon wach geworden, dass Vicky sehr dicht an mir dran lag in diesem Bett. Das war auch an sich keine Ausnahme, wir haben immer sehr eng zusammengeschlafen in der Villa. Ich war noch ein bisschen im Halbschlaf und bin eben davon aufgewacht, dass sie da lag. Und sie hat über ihre Gefühle mit mir gesprochen, beziehungsweise mir Dinge erzählt von ihren Wünschen in der Situation im Grunde und Sachen, die unerheblich sind. Sie hat versucht, mich zu küssen. Ich habe daraufhin gesagt, nein, also ich möchte dich nicht küssen. Ich habe nein gesagt. Daraufhin, nicht ganz unmittelbar, aber daraufhin hat sie sich auf mich draufgelegt und meine Arme über meinem Kopf festgehalten und abermals versucht, mich zu küssen. Ich habe mich nicht bewegt. Am Tag darauf bin ich von anderen KandidatInnen darauf hingewiesen worden, dass sie in dem Moment, wo sie zu mir ins Bett gekommen ist, untenrum nackt war. Ich habe das, was vorgefallen ist, auch anhand meiner körperlichen Reaktion, eben am Tag darauf auch schon als sexuellen Übergriff deklarieren können, auch ihr gegenüber. Ich habe darüber gesprochen.
und habe dann an dem Tag die Villa auch verlassen müssen. Und im Anschluss an meinen Auszug aus der Villa folgte eine sehr turbulente Zeit, in der nicht klar war, was die Außenwelt mitbekommen würde, in der die Außenwelt sehr interessiert daran war zu hören, was passiert ist. Und ich habe 1,5 Jahre geschwiegen, weil ich nicht wusste, ob ich reden darf. Zuallererst möchte ich mich auch hier auf YouTube nochmal mit Joe solidarisieren. Wenn ihr das gesamte Video sehen wollt, könnt ihr gerne auf Joes Instagram-Account gehen und euch das anschauen. Das verlinke ich euch alles in der Infobox. Die Täterin Vicky hat das Ganze auch zugegeben auf ihrem Instagram-Account und hat sich dafür entschuldigt und ja, gebeten, sich mit Joe zu solidarisieren. Dieses Eingeständnis ist, finde ich, sehr ungewohnt natürlich in der Öffentlichkeit, weil wir das so nicht kennen, aber tatsächlich eigentlich das Bare Minimum, wenn es um solche Geschichten geht, also dass der Täter, die Täterin eben sagt, ja, so war es und das bestätigt im Sinne der Betroffenen, ist das Mindeste, was man, finde ich, tun kann in dem Fall. Das Bitterste an der ganzen Sache ist natürlich, dass Vicky Riot sich die letzten 1,5 Jahre eben einen Namen gemacht hat über das Thema Konsens. Das war ihr Kernthema und alle ihr vertraut haben, was das betrifft, dass sie eben ein Safe Space ist. Natürlich ist die Enttäuschung groß. Es ist ein kompletter Vertrauensbruch von Vickys Seite aus und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für Joe war, die letzten 1,5 Jahre zu sehen, wie Vicky immer mehr an Reichweite gewinnt, das Ganze auch noch kommerzialisiert, dadurch quasi Einnahmen generiert über das Thema Konsens, obwohl sie selber sich nicht daran hält und sie traumatisiert hat in dieser Staffel. Das muss wahrscheinlich sehr retraumatisierend immer wieder gewesen sein. Und ich mag mir das gar nicht ausmalen, wie schlimm man sich dabei fühlt. Joe hat eben auch so lange nicht über den Vorfall geredet, weil es eben vertraglich unklar war, ob sie das darf. Allein das finde ich komplett absurd, dass bei einer Straftat unklar ist, ob man darüber reden darf. Vor allem, wenn alles mitgefilmt wird. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, aber für mich, aus meiner menschlichen, persönlichen Sicht, klingt das wie unterlassene Hilfeleistung. But I don't know. Joe hat dann eben auch Vicky sinngemäß gefragt, ob sie eben mit ihr den Vertrag nochmal durchgehen möchte oder könnte, weil, ne, müssen ja nicht beide die gleichen Verträge haben. Und Vicky hat es abgelehnt, also kein Interesse daran gehabt. Das sind halt alles so Sachen, die super doll ins Gewicht schlagen und die, glaube ich, eine sehr große Enttäuschung auch bei der Community hinterlassen. Einen sehr großen Vertrauensbruch, was Joe durchmachen musste und durchmachen muss auch gerade, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, nochmal zu beleuchten, ist eben die RTL-Sache. Und deswegen sitze ich hier. Es ist tatsächlich echt ein bisschen schwierig, das auseinanderzudröseln. RTL hat nämlich auch ein Statement gepostet, als diese Videos sehr hohe Reichweiten gewonnen haben. Ich glaube, Joes Video hat, glaube ich, knapp 1 Million Reichweite oder so. Also Leute, die das gesehen haben, es ist sehr viel. Und selbst Promiflash hat darüber berichtet, sehr schlimm berichtet, aber sie haben darüber berichtet. Also es hat die, sage ich mal, die Massenmedien erreicht. Und dieses Statement lese ich euch mal vor. Liebe Charmings Community, die Details und das Ausmaß des von Joe beschriebenen Vorfalls und ihre Einordnung der Situation waren uns so nicht bekannt. Sonst hätte das Team vor Ort selbstverständlich sofort reagiert. Kurzer Einwand. Dort laufen 24/7 die Kameras und die haben ja auch überall Kameras, falls mal irgendwas ist oder so, und sie das einbauen können. Deswegen ist es schon relativ unglaubwürdig. Körperlichkeit braucht unbedingt Konsens und das Wohlergehen unserer Singles hat für uns jederzeit höchste Priorität. Could not be true, weil diese Übergriffigkeit wurde ja schon vor Wochen bekannt, als Leonie Löwenherz darüber sprach und soviel ich weiß, auch Joe darüber sprach, ohne was genau passiert ist, aber da ist nichts passiert, ne? Also von daher stimmt das auch nicht. Von Joes Wunsch, über den Vorfall zu reden, haben wir ebenfalls erst jetzt erfahren. Das grenzt halt schon so ein bisschen an Gaslighting, weil der Betroffenen auch schon wieder so ihre Perspektive abgesprochen wird und die wussten ja nichts davon und so weiter. Finde ich tatsächlich unglaubwürdig, vor allem weil eben die Kameras immer laufen und weil schon wieder so Ausreden gesucht werden, um quasi davon abzulenken, was eigentlich passiert ist, anstatt jetzt hier mal Verantwortung zu übernehmen, was auch nicht passiert ist,
bei dem Übergriff in Staffel 2 und es soll angeblich auch noch einen anderen Übergriff in Staffel 1 gegeben haben. Ich will es mir gar nicht ausmalen, Leute. Es ist für mich so super traurig, wie einfach mit so Situationen umgegangen wird. Und RTL ist in dem Fall eine sehr krasse Machtinstanz, die jetzt hier überhaupt nicht angemessen und auch überhaupt nicht verantwortungsvoll reagiert. Und das ist einfach nicht nur schade, sondern auch sehr gefährlich, weil das wird ja nach außen reproduziert. Das sehen Menschen, auch betroffene Personen, die einfach sehen, okay, wenn es jetzt an die, selbst wenn die Täterin sagt, es ist passiert, ist die höchste Machtinstanz trotzdem so drauf, dass sie keine Verantwortung übernimmt. Und das ist ein Reality-TV-Format. Das wird gefilmt und dass Seapoint Production scheinbar wirkliche Probleme hat, angemessen zu agieren in solchen Situationen, haben wir jetzt mehrmals festgestellt. Und das ist gefährlich auch für die queere Community, weil man sich eben hier auch an einer marginalisierten Gruppe bedient und Geld daraus zieht, Profit daraus zieht, ein ganzes Format aufzieht. Natürlich gibt es dafür Sichtbarkeit und so weiter, aber wie verantwortungsvoll wird damit umgegangen? Was wird jetzt nach außen hin transportiert? Ah, guck mal, in der queeren Szene, da sind sie alle übergriffig. Habe ich doch gesagt, das ist ganz komisch. Ich finde, am meisten versagt hat hierbei die Produktionsfirma, die auch, by the way, für die erste Staffel einen Fernsehpreis gewonnen hat. Ja, super. Es kann natürlich wirklich sein, dass von RTL Leute das wirklich nicht wussten, weil die ja natürlich den Vorschnitt und so weiter nicht gesehen haben. Und selbst wenn man es irgendwie weggeschnitten hat und gar nicht beachtet hat, so, dann ist es trotzdem die Verantwortung der Produktionsfirma und auch des Senders, spätestens, wenn es dann hochkommt und das tat es vor über 16 Wochen, dann mal nachzuhaken, dann mal sich damit auseinanderzusetzen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist nicht passiert. Und auch jetzt wird sich versucht, immer wieder rauszubringen, egal ob das jetzt der übergriffige Kuss von Hannah war in der zweiten Staffel, wo auch der Schnitt einfach massivst dazu beigetragen hat, dass die Verantwortung bei der Betroffenen gesucht wurde in der Postproduktion. Ich weiß nicht, wer da eben an den höheren Posten sitzt, aber es sind scheinbar Menschen, die sich damit vielleicht noch nicht so richtig auseinandergesetzt haben. Weil wenn dort betroffene Personen sitzen würden, würde das nicht passieren. Eine Produktionsfirma und auch der Sender haben eine gewisse Verantwortung zu tragen für die Menschen, die daran teilnehmen. Und es muss immer gewährleistet sein, dass Menschen, die an solchen Formaten teilnehmen, besonders wenn sie marginalisiert sind und wenn sich daran bedient wird, dass die einen sicheren Raum haben. Und scheinbar ist dieser sichere Raum nicht gegeben. Und das wurde jetzt eben mehrmals bewiesen und trotzdem wird keine Verantwortung übernommen. Und das ist einfach so unfassbar schade. Und ich weiß nicht, ob das den Menschen, die in der Produktion und bei RTL arbeiten, ob das denen so bewusst ist, zumindest denen, die an den Strippen ziehen, wie schlimm das ist. Also wie schlimm das ist, dass eine betroffene Person 1,5 Jahre lang so darunter leiden muss, dass sie nichts sagen darf und dass sie aber weiß, es wurde gefilmt und trotzdem diese Ungerechtigkeit spürt, weil einfach nichts gemacht wird. Und dann sieht natürlich, die Täterin baut sich da so eine Karriere auf dem Thema Konsens. Und RTL ist einfach so, ja, YOLO. Man kann sich doch nicht an Menschen bedienen und mit ihnen Geld verdienen und dann darauf scheißen, was mit ihnen in diesen Formaten passiert. Und da spreche ich tatsächlich nicht nur von queeren Formaten. Es gibt auch noch ganz andere Formate, die ich genau aus diesen Gründen nicht kommentiere, weil ich einfach der Meinung bin, dass selbst eine problematische Einordnung das nicht aufwiegen würde, wie schlimm Menschen dort behandelt werden und was da gezeigt wird in der Öffentlichkeit. So, das wiegt sich für mich in meinem Kopf einfach nicht auf. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Und man muss sich ja wirklich mal überlegen, Prince und Princess waren die einzigen queeren Formate, Reality-TV-Formate, die es überhaupt in Deutschland jemals gegeben hat. Und so wird damit umgegangen. Ich glaube schon, dass RTL sich auch Kritik zu Herzen nimmt. Also meine Kritik blieb auch immer stehen, ne? Also ich wurde nie gesilenced oder so. Deswegen, das muss man auch mal hier sagen, ich wurde nie gesilenced. Und ich glaube auch zum Beispiel, Prince Charming wurde ja auch viel später ausgestrahlt als eigentlich geplant. Und nach Princess Charming's Staffel 2 dieses Jahr gab es ja auch massive Kritik, auch von meiner Seite. Ich glaube schon, dass RTL die Kritik von uns auch sieht. Aber in dem Fall ist das ja so eine krasse Sache und so viele Übergriffigkeiten, das ist ja wie so ein Muster, was sich da immer wiederholt. Also, und wir haben 2 Staffeln, ne? Also es ist ein ähnliches Muster.
Und scheinbar weiß man am Set nicht, wie man damit umgeht und danach auch nicht, wie man diesen Fehler, der da scheinbar passiert ist, aufarbeitet und verantwortungsvoll nach außen trägt. Es ist halt für eine ganze Community schädlich und ich persönlich habe halt überlegt, wie ich darauf reagieren soll. Und ich wurde auch von verschiedenen AktivistInnen dazu aufgefordert, jetzt sofort dieses Format zu canceln und nicht mehr zu kommentieren. Und ich muss euch sagen, ich habe nicht sofort gesagt, ja, auf alle Fälle. Und ich will euch auch sagen, warum und so ehrlich sein mit euch. Im Endeffekt mache ich es jetzt, weil ich finde, dass das mehr wiegt als die andere Seite. Die Solidarität mit der Betroffenen und wie RTL da eben drauf reagiert und so weiter ist auf alle Fälle, das wiegt mehr. Auf der anderen Seite steht eine kritische Einordnung von einem Format, das vielleicht sonst nicht mehr so kritisch eingeordnet wird, weil Ayosha auch aufhört. Und es gibt auch Leute, die machen einfach nur Unterhaltung und so weiter und das ist genauso wertvoll. Aber die kritische Einordnung passiert zumindest von unserer Seite jetzt aus nicht mehr. Aber natürlich ist der Punkt, dass man dann eben das Ganze mitfinanziert und unterstützt, gegeben. Und ich möchte nicht sagen, dass das für immer so ist, weil RTL kann sich natürlich auch darüber Gedanken machen und weiterentwickeln. Nur da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich bezweifle ein bisschen, dass ich, kleiner Pups-YouTuber, da irgendwas daran ausrichten kann. Und natürlich ist es auch kind of eine Existenzgrundlage von mir hier. Ich habe aber zum Glück das Privileg zu sagen, ich stelle mich dagegen, aber nicht alle haben das. Ich glaube eben nicht, dass es gar nichts bewirkt, das hier eben zu tun und dass Ayosha das auch tut. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht ausreichen wird, dass, weil es eben noch ganz viele andere Leute kommentieren, weil in ein paar Wochen das Ganze wieder vergessen sein wird. Das ist immer so, dass der Aufschrei am Anfang laut ist, aber er ist A, gerade auch nicht laut genug und B, wird es halt in 3 Wochen auch wieder niemanden interessieren, wenn man jetzt nicht an einem Strang zieht. Und ich kann das eben nur rausschicken und meine Stimme hier nutzen und auch andere CreatorInnen bitten, das zu tun, wenn es möglich ist. Und auch andere Menschen dazu aufzufordern, alle Formate zu boykottieren, bis es eben eine ordentliche Auseinandersetzung damit gibt. Und ich finde auch, RTL hat sich in vielen Standpunkten schon sehr viel verbessert und entwickelt. Aber das hier ist ein massivster Missstand. Ich hoffe einfach, dass wir das in irgendeiner Form bewirken können und dass wir eben nicht in 3 Wochen wieder da sitzen und nicht mehr dran denken und das nächste Format kommentiert wird und wieder was passiert und alle aufschreien kurz und dann ist die Aufmerksamkeit da und dann ist es aber wieder vergessen. Es gibt so viele Hetero-Dating-Formate, wo so viel problematischer Scheiß passiert. Das bleibt, wie gesagt, alles unkommentiert und meine logische Seite sagt mir, solange das nicht kollektiv ist, weiß ich nicht, inwieweit das was bringt. Meine andere Seite sagt, es ist deine Pflicht, das zu tun. Und deswegen tue ich es auch. Und es ist mal wieder ein Paradebeispiel an Machtstrukturen, die vorherrschen. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare und ich hoffe, dass ihr trotzdem diesem Kanal treu bleibt und schaut, was damit passiert. Ich bin selber sehr gespannt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich, von euch zu lesen. Und sage hoffentlich bis ganz bald wieder. Tschüss, Leute.